Aber wo? Das führt zu nichts. Was soll ich damit öffnen? Also ich werde gerade irgendwie ein bisschen müde. Dabei ist es erst kurz nach 9. Also ich würde sagen, ich mache das hier noch fertig. Ich warte, bis ich den Hinweis wieder kriege. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Oh, Moment. Ah, ja. Da haben wir doch die Blume. Glücksgriff. So, das ist die Scharlachblume. 7 farbiges 8 Blatt. 8 Blatt. Ja, 8 Blatt, ja genau. Ah, Topf. Lalala. Raunenwurzel. Dann weiße Feder. Scharlachblume. Und das 7-farbige 8-Blatt. Nee. Ah, ich benötige ihn. Du bist noch viel zu grün hinter den Augen, um meiner Gesellschaft würdig zu sein. Ja, denkst du, hier komischer Feuergeist? Mach mich nicht wütend, ich kann dich versenken. Ja, mach doch mal. Besen. Ja, was sollte das bezwecken? Hm. Ich wollte den Feuergeist mal abfegen hier. Aha. Zähme das Feuer mit Nahrung und sprich den Kunnatar-Zauber. Okay, ich brauche also irgendwas oben zum Anfackeln. Bin mir relativ sicher, draußen gibt's auch nichts. Was soll ich damit? Magie? Hey, schön vorsichtig. Ich bin kein normales Kaminfeuer. Ich bin ein glorreicher Nachkomme von Rachok, dem Feuergeist. Du siehst nicht gerade so aus wie dein
großer Vorwurf auch. Ich weiß, Großmutter war ein Mischling, aber das schmälert weder meine Großartigkeit noch die Verbindung zu unserem noblen Clan. Natürlich nicht. Ich will weder deine Großartigkeit noch deine Abstammung herunterspielen. Ich brauche einfach nur Hilfe. Warum sollte ich, der große Nachfahre von Rarok, einer kleinen Magierin helfen, die ich noch nicht einmal kenne? Ich bin Blondie. Ich besuche die Zauberschule des Selena-Ordens und schon sind wir keine Fremden mehr. Aber höchstens Halbfremde. Du kennst meinen Namen nicht. Du bist ein Feuergeist. Nein, bin ich nicht. Sehe ich etwa aus wie ein kleiner Waldgeist ohne Clan oder Stamm? Ich bin Ferilus, Nachfahre des großen Rarok. Na, dann weiß ich ja jetzt deinen Namen. Damit sind wir auch keine Halbfremden mehr. Müssen wir nun helfen? Nein, ich werde keiner unwichtigen Magierin helfen. Kann ich dich irgendwie überzeugen, mir deine Hilfe zuteil werden zu lassen? O glorreicher Nachfahre des großen Rarok. Hast du Schwefel? Oh ja. Ich glaube, ich könnte welchen auftreiben. Das glaube ich auch. Was will der denn mit Schwefel überhaupt? Hier, du Schwefelbacke, du. Kunatar. Und? Ja, jetzt ist das Viech da. Ah, dieser Besen ist bestimmt zum Umrühren gedacht. Der Trank scheint fertig zu sein. Jetzt muss ich ihn mit dem Schneebesen umrühren und dann kann ich normales Glas in magisches Glas verwandeln. Jawohl, Junge. Und jetzt haben wir magisches Glas. Und da ist ein Schlüssel. Hammer geil. Hat dir schon jemand gesagt, dass du ein sehr hübsches Mädchen bist? Wow, nein, versuchst du das gerade? Möchtest du vielleicht mit mir ausgehen, wenn wir das hier hinter uns haben? Ich? Aber mit Vergnügen. Ist das zu fassen, er flirtet mit dir und dann will er mit meiner Freundin ausgehen. Er flirtet mit mir. Und du gehst ihm auf den Leim. Merkst du nicht, dass er versucht, uns hereinzulegen? Das ist nicht wahr, du bist vielleicht total unfähig, wenn es um dein Privatleben geht, aber es müssen ja nicht alle so tollpatschig sein, oder? Sei doch nicht so naiv. Hey, wohin gehst du, blöder Penner? Warte. Nicht dort entlang. Warum nicht? Der Troll ist wieder da. Soll er doch zum Troll gehen? Ich habe den Schlüssel und mit etwas Glück kommen wir damit in den Portalraum. Und dann auf da. Was soll das bezwecken? Willst du mich verarschen? Rein da auf. Hier ist das Portal auch nicht. Das Portal muss in dem dritten Raum sein. Wer hätte es gedacht? Ja. Und was muss ich jetzt tun? Wahrscheinlich erstmal hier auf den Tisch gucken. Oh ja. So, erstmal hier wild durchklicken und ein paar Dinger finden. Was? Ein Glas mit Pulver, das wie Schwefel aussieht. Ha, lustig. Okay, was brauche ich noch? Eine schwarze Feder. Da. Eine Fassung. Ein Teil des Rings. Kann es auch anders liegen? Wahrscheinlich ja nicht.
Siegel und Fassung. What? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen dem Siegel vom Tisch und diesem Radius. Dann drückt das Siegel doch mal da drauf. Katsching. Besorge dir Eindringen. Der Zauber zum Öffnen verschlossener Türen. Mimini, Kali, Quamba, Punda. Achtung, dieser Spruch sollte nur von Magier mit großer Macht verwendet werden. Magier mit geringer oder durchschnittlicher Zauberkraft sollten dringend zu einem Ring der Macht greifen. Okay. Er sieht wie der verschwundene Homunculus aus. Früher war er mal Oberhaupt des Macherordens. Da ist wohl etwas hinter diesem Porträt. Flöten in Buchstabenform. Was? Darin fehlt offensichtlich etwas in der Form dieser Buchstaben. Das führt zu nichts. Das wahrscheinlich auch nicht. Sieht wie eine Tresorkombination aus. Okay, vielleicht sind hier irgendwie Buchstaben. Ja, schön, dass es wie Schwefel aussieht. Einige Porträts. Manche dieser Leute kommen mir nicht bekannt vor, aber vielleicht irre ich mich auch. Achso, ja, okay. Ja, ja. Was steht da? MMXIBV. Das sind eher römische Ziffern, oder nicht? Hinweis raus, war ja klar. Mal gucken, ob die was heißt. Bist du immer noch sauer auf mich? Natürlich bin ich das. Eva, du versuchst ständig, mir meine Freunde auszuspannen. Das ist nicht wahr. Ich versuche nur, dir zu helfen. Du ruinierst immer alles durch deinen Egoismus. Was soll das heißen? Leon spielt mit dir. Und du glaubst ihm und dich interessiert nur, wie du dich fühlst. Er ist ein unverschämter Lügner. Unmöglich, er ist ein netter Kerl. Und wärst du nicht da, dann was dann? Wäre mit uns alles in Ordnung. Und jetzt hast du ihn beleidigt und er ist weg. Ja, was nur beweist, dass ich recht habe. Du verstehst das nicht. Geh weg, ich will dich nicht mehr sehen. Okay, wie du willst. Ciao. Ein Buchstabe? Auch nicht. Doch, das nix. Ne. Ein X hätte sogar gepasst. Hier sind auch keine Buchstaben. Ups. Okay, wir müssen uns so einen komischen Ring der Macht besorgen.
es still ein Kristall, der macht er. Boah. Ich glaube, das wäre so der perfekte Zeitpunkt, um mich zu verabschieden, mich zu bedanken, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Plays aus der Kruschelkiste und Schoolmates. Bis dahin, Servus!